Okay. Okay, warte, ich muss meine Stimme auf Marvin Game Level bringen. Ja, das schaffst du schon mit dem Joint gleich, mein Redeker. Herzlich willkommen, meine Damen und Herren. Wir sind heute wieder in der Hotbox. Mein Name ist Marvin Game, aka Marvin Flames aus West-Berlin, Moabit 21. Und ich darf meinen Bruder YFG Pave begrüßen. Es ist mir eine große Freude, Bruder, dass du hier bist, Bruder. Es geht viel zu viel. So viel ist los, Dicker, aber don't worry about a thing, cause every little thing is gonna be alright, Dicker. Er hat es schon gesagt. Am Ende wird alles gut, sonst ist nicht das Ende. Ganz genau, Dicker. Du weißt, wie es ist. Auch wenn unser Bali-Trip vor kurzem geendet ist. Wir waren gerade mehr oder weniger zufällig, halb geplant, halb aus Versehen, halb gewollt, zeitgleich auf Bali. Und haben die Sonne genossen, ja, haben das Good Life am anderen Ende der Welt genossen. Ja, Mann. Wie geht's dir so, seit du wieder hier bist? Was ist so passiert? Ja, Digga, nicht viel. Erstmal wieder dran gewöhnen, so an die deutsche Realität. Mhm. Viel so einfach mein Kellerstudio-Hustle, nächste Single vorbereitet. Nicht mehr nach dem Aufnehmen in den Pool springen. Nee, das ging leider nicht mehr. Aha. Und Bali hat auf jeden Fall krasse Augen geöffnet, fand ich. Aha. Also zum einen der Kontrast zwischen Arm und Reich, den man da sieht. Der Kontrast zwischen Paradies und Verschmutzung. Mhm. Und dann hatten wir ja da auch ja, einige so spirituelle, bewusstseinserweiternde Momente. Krass, wenn du dich bewegst. Ah, okay, soll ich vielleicht einfach mein Shirt, meine Jacke ausziehen? Das wäre am einfachsten. Ja? Ja. Ja, Bro, diese... Man sieht auch so, meine Haut pellt sich noch. Bei mir gibt's ja immer nur so entweder komplett weiß, dann Larry the Lobster, dann pellt sich alles ab, dann so nachdem Abpellphase vorbei ist, so kurz so normale Farbe im Gesicht, nicht mehr kreidebleich. Dann viermal warm duschen dann ist und wieder, Reset. Dann ist die Farbe wieder weg, Digga. Reset. Aber es ist, was es ist, Bro. Ja. Ja. Oh, nee, aber back to the topic, genau. Also, ja, Bali hat alles nochmal voll in Perspektive gebracht. So. Mhm. Total. Ich finde auch die Nähe zur Natur. Ich weiß nicht, als Großstadtkind für mich ist das immer noch neu. Ja. Auch wenn ich mittlerweile ein bisschen um die Welt gekommen bin, hier und da was gesehen habe. So dieses, wir schlafen im Dschungel ein zu so Vogelgeräuschen und irgendwelche Tiere und Frösche und so. Und Grillen und alles. Und diese Vögel, die da unterwegs sind, die einfach aussehen wie Pokémon. Bro, das war da war so eine Gang, diese Entengang da. Ich komme mir vor wie Ash Ketchum in der ersten Folge, wo so Ho-Oh am Himmel fliegt. Und man so nicht weiß, wer ist dieses Pokémon, und dann taucht es erst so in der zweiten, dritten Staffel auf. Ja, Digga, genauso war. Ja, aber Bro, es tut mir doch echt leid, man. Manchmal vergesse ich einfach, dass wir in der Hotbox sind und dass wir hier sind, um zu kiffen, Bruder. Und wir haben fette Joints gebaut. Mit den fetten Pure-Ice-Filtern hier haben wir Purple Galaxy. Ich muss ehrlich sagen, ich dachte erst, es ist so ein Name, den der Plug sich ausgedacht hat, aber ich habe mal nachgeguckt. Habe ich mir nicht ausgedacht. Aha, alles klar, dann habe ich mal nachgeguckt und gesehen. Das ist wohl the real deal und das ist eine geile Sorte. Ich meine, ich habe die schon ein bisschen gesmoked. Ja. Hier ist ein Gif für dich, mein Bre. Jetzt wird gekifft. Aber Bro, was ging denn bei dir nach Bali? Ist jetzt eine Woche. Wie lange sind wir wieder hier? Eine Woche oder so, ne? Mhm. Genau eine Woche. Gestern, also 8 Tage. Und was habe ich gemacht? Viel zu viel, Digga. Ich bin direkt am ersten Tag wieder in den Grind rein. Irgendwie so von morgens bis abends Dinge organisieren, wie zum Beispiel den Dreh heute oder gestern war ich so ein Interview in Hamburg oder Musikvideo fertig gemacht, bisschen Content hier da, neue Single drum kümmern. Und vor 2 Tagen war ich im Kino. Mhm. Ich durfte den neuen Bob Marley Film schon gucken. Nice. Der kommt am 15. Februar raus und der kommt nur in die Kinos. Im Streaming-Zeitalter ist es ja schon fast ungewöhnlich, dass ein Film nur in die Kinos kommt. Aber war ein geiles Erlebnis im Kino. War auch ein geiles Event, waren coole Leute eingeladen und so und vor allem, klar, man kennt Bob Marley, aber ich habe mich noch nie so intensiv wirklich beschäftigt mit ihm und gecheckt, was so die Message ist. Und safe, also ich bin da wahrscheinlich noch viel weniger drin als du. Der Film ist also der... Ich weiß nur, dass er der Reggae-Goat ist. So. Ja, er ist voll bisher, also er ist nicht nur der Reggae-Goat, Digga, er ist vor allem der Message-Goat. Mhm. Ich habe, glaube ich, es gibt, glaube ich, keinen Künstler, der so sehr diese positive Message, One Love, Unity, Scheiß auf Geld, es geht nur um Liebe und Gesundheit und Family und Freunde und Lachen und Tanzen. Ich weiß nicht, ob es einen anderen Künstler gibt, der das alles so auf den Punkt bringt. Aber lass doch in den Trailer reingucken, Dicker, wenn du noch gar nichts davon weißt. Vielleicht, ich will den Film auf jeden Fall noch mal gucken, vielleicht gehen wir zusammen gucken. Auf,
auf süß, Digga, aber mit diesem Pärchen sitzt. Ja, natürlich. Bitte, weil ich will, keine Lehne zwischen uns. Okay. Wann hast du das geschrieben? Mein Leben lang. Oh shit. Starke Aussage, schon mal direkt am Anfang. Reggae ist die Musik des Volkes. Wissen Sie, Sie sind ein Superstar. Ich bin kein Superstar. Man kann die Musik und die Message nicht trennen. Also Reggae-Musik vereint die Menschen. Nicht allen gefällt, was du sagst. Du musst aufhören zu deiner eigenen Sicherheit. Bang! Escalated quickly, man. Ich find's bei so Trailern immer so schwierig mit diesen, wenn so zwischendurch diese Kombu, entdecke die Legende. Ja, Kombu. Safe. Aber jetzt, wo ich weiß, also wo ich mich damit so ein bisschen beschäftigt habe, was, yeah, was für eine Legende es geht, kam das irgendwie so auf, oh ja, Mann, die Legende. Die Legende, Bob Marley, Dicker. Oh. Hier kommt eine andere Legende, klopft an die Tür, Dicker. Was geht ab? Was geht, Gio 1,9, wirft ein Kilo, mein Freund. So muss sein, aber erstmal ein paar Beeren essen. So. Oder ein paar Berries, Dicker, für Geschmack von Seite. Ja, Mann, ich hab was mitgebracht für deine Leute hier, guck mal. Bob Marley Schallplatten. Shoutout Bob Marley, Dicker. Ja, Mann. Die haben so ein Best-of gemacht hier. Eine ist auch für dich, Bruder, damit du dich auch ein bisschen noch mit Bob Marley beschäftigen kannst, ja? Ja. 5 haben wir. Eine habe ich, eine hast du und 3 verlosen wir. Aber ist auf jeden Fall ein geiles Stück und alle Hitzen drauf. Und wir verlosen das unter den Kommentaren und 3x2 Kinotickets auch noch. Also 3 Leute können gewinnen. Schreibt in die Kommentare eure Lieblingssong von Bob Marley oder eure Lieblingszitat von Bob Marley oder was auch immer ihr an Bob Marley geil findet. Und dann könnt ihr das hier gewinnen. Ich wünsche euch viel Glück dabei. Ja, aber viel Erfolg. Stabil, Digga. Was machst du? Vielen Dank, Mann. Was machst du draußen heute? Ja, gerne, Digga. Ich mach ein paar Sandwiches mit Austernpilze, Rucola, bisschen Limette. Okay, nice. Trüffelmayonnaise. Ich mach bei dir nur Trüffelcreme, ich lasse diese Mayo weg. Dankeschön. Ich küsse dein Herz, Digga. Vielen Dank. Ja, Bruder. Ja, Bro. Purple Galaxy. Ja, andere Galaxy. Viel Spaß, ja. Ciao, ciao. Bruder, ich bin jetzt schon andere Galaxy, Mann. Das ist die Purple Galaxy, Dicker. Bro, ich würde sagen, auf diese Purple Galaxy ist genau der richtige Moment für einen Song von dir, oder? Okay. Ich denke, da sind ein Haufen Leute, die dich noch nie gesehen haben. Oder die vielleicht nur mal ein Video oder ein irgendwas gesehen haben. Mhm. Aber ich weiß ja, was du alles noch so an Bangern am Start hast. Ja, da gibt es auf jeden Fall noch 1, 2, 3 Dinger. Ich habe dir ein paar geschickt. Ja, genau, damit du dich nicht mit Bluetooth auch extra verbinden musst. Womit fangen wir an? Ich würde sagen, wir fangen mit diesem 444. Geht der ungefähr so? 444, ich hab... Denkt man, aber er heißt nur 444, aber okay. Kommt gar nicht vor im Song. Alles klar, Dicker. Ja. 444. Das ist einfach der Working Title. Aha. Von dir selbst produziert? Aha. Also selbst produziert, Mix Master. Und ich war mal kurz in Love, doch dann war sie wieder weg. Sie denkt an die letzte Nacht, doch ich denk nur ans Geschäft. Ich schon nochmal 100 Gramm und ich pack sie in die Bag. Jeder will in diese Stadt, aber ich will nur ihr weg. Und ich war mal kurz in Love, doch dann war sie wieder weg. Sie denkt an die letzte Nacht, doch ich denk nur ans Geschäft. Ich schon nochmal 100 Gramm und ich pack sie in die Bag. Jeder will in diese Stadt, aber ich will nur ihr weg. Diamanten tanzen auf dem Handgelenk. Doch die Zeit läuft mir davon. Wie komm ich raus aus diesem Kreislauf? Weine keine Träne, wenn ich an dich denk. Seit wie kommt es dazu kommt? Der Regen fällt auf das Fenster. Auf allem Benzer. Lichter, die blenden. So viele Blender. Herz wurde kälter. Geld wurde länger. So allein in meinem Studio. Mal Banger nach Banger. Ich hab mich verändert. Ich weiß, dass sie lässt. Ich bin hier for the long run. Wenn ihr schon alle Gott seid, ich meditier hier unter Moonlight. Werd nie so wie du sein. Du bist ne Schlange Medusa, bin gefangen im Loop, ja. Oh, baby, ich würd gern noch bleiben, ja. Aber ich lieb dich nur eine Nacht. Und ich wünsche mir, ich wäre bereit. Ich hab Trust Issues, ich glaub, ich bleib lieber allein. Und ich
war mal kurz und lauf, doch dann war sie wieder weg. Sie denkt an die letzte Nacht, doch ich denk nur ans Geschäft. Ich schon nochmal 100 Gramm und ich pack sie in die Bag. Jeder will in diese Stadt, aber ich bin neuer Fan. Und die Diamanten tanzen auf dem Handgelenk. Doch die Zeit läuft mir davon, wie komm ich raus aus diesem Kreislauf? Weine keine Träne, wenn ich an dich denk. Sag, wie konnte es dazu kommen? Der Regen fällt auf das Fenster, fahre im Bänder. Lichter, die blenden, so viele Blender. Herz wurde kälter, Geld wurde länger. Allein in meinem Studio, mach Banger nach Banger. YFG, lass den Beat ausklingen, Bruder. Lass ihn ausklingen. Geil, Dicker. 444. Die habe ich jetzt aber gar nicht gehört. Das ist also einfach nur so Working Title. Der wird wahrscheinlich dann noch anders heißen, wenn er droppt. Ja, mal sehen. Aha. 444 fühlt sich gerade irgendwie richtig an. Double up. Das ist einfach die Angel Number, die irgendwie damit zu tun hat. Vielleicht aha, irgendwann, ich checke warum. Was keine sind Ahnung. Angel Numbers? Engelszahlen sind quasi so Zeichen vom Universum. Das aha, Universum kann sich auf viele Weisen mit dir in Verbindung aha, setzen, um mit dir auch zu kommunizieren. Und es gibt halt verschiedene Wege so. Und wenn du vielleicht im Bewusstsein nicht so hoch bist, dass du irgendwie anders Dinge empfangen kannst, kannst du zum Beispiel auch in der 3D-Realität zum Beispiel über Zahlen aha, mit dir kommunizieren. Aha. Also zum Beispiel, indem es dir 222, du guckst 11.11 Uhr aufs Handy, dann 9.09 Uhr und wenn das aha, so die ganze Zeit passiert, 21.21 Uhr, yes, und du das teilweise sagt das was aus? 20 Mal die Stunde siehst oder so, aha, es gibt halt so Momente, wo du so in Sync bist, ja, dass du das ständig siehst an jeder Ecke. Ja. Und dann kriegst du auch immer das Feedback, du kriegst die Bestätigung. So, du assoziierst demnach auch diese Zahlen dann mit einem bestimmten Gefühl. Aha. Und ich sehe das I auch. Don't really ich seh, also, know what I mean, but ich sehe auch also, auf jeden Fall die Art und Weise, wie das Universum mit einem kommunizieren kann. Da sehe ich, also ich sehe dich 100%. Ja. Ich habe aber so eine kleine Theorie aufgestellt. Mhm. Ich glaube, dass wir einfach so viel auf unser Handy gucken, so viel an Autos, auf Plakaten. Du glaubst diese Wahrscheinlichkeit. Genau, es ist einfach Wahrscheinlichkeit. Und dann Programmierung des Unterbewusstseins, dass man vermehrt darauf achtet. Ja, genau, natürlich. Ja. Ist ja so, und, also, und dann ist halt so, okay, das ist einfach, ich kann mir so einen kleinen wissenschaftlichen Hintergrund dahinter legen. Und dementsprechend ist dann so für mich so, das so ein kleines bisschen auf, okay, bin ich wirklich jetzt noch davon so krass überzeugt? Aber der Punkt ist ja der, dass man, dass das Universum versucht, mit einem zu kommunizieren und dass man in irgendetwas auch die Zeichen sehen kann. Und wenn es Angel Numbers für den einen sind und wenn es, keine Ahnung, ein Wolkenloch am Himmel für den anderen oder ein, weißt du, ein Gedanke, das bei jemand anders triggert, Hauptsache man geht irgendwie in Sync, man ist irgendwie so weit am Start, dass man bei sich selbst ist und die Welt um sich herum so beobachtet und dann fällt einem sowas auch auf. Aber ich sehe diese Zahlen immer bei dir, deswegen dachte ich jetzt auch, wo ich hier 444 gesehen habe. Haben wir mal drüber geredet jetzt. Ja, wurde einmal ja, einmal wurde geklärt, ja jetzt mal geklärt. Geschichte, so Dicker. Endlich wurde das Bro, geklärt. Ja, am Ende, ich weiß, dass ich nichts weiß, aber... Ich weiß nur, dass ich ja, nichts weiß. Außer, dass ich selber entscheide. Das Böse kriegt von mir kein Mitleid. Kein Mitleid. Von Seite. Ist das eine Blaubeere? Bro. Lecker. Yeah. Lass mal noch einen reinballern. Noch einen. Ja. Another one. Also am allermeisten von den Titeln spricht mich Gengar an. Gengar. Aber ich bin auch einfach so, also ehrlich gesagt, man, also ich bin krasser Pokémon-Fan natürlich von den Games und so. Aber ich habe irgendwann nochmal den Anime probiert zu gucken. Ist schon nicht so geil, kann man schon nicht wirklich gucken. Mm. Pokémon, den Anime? Mhm. Boah, Bro, habe ich nur als kleiner, so hier, mhm, 13 ja, voll, oder so, mal reingeguckt. Krass. Aber jetzt, nee. Aber dann habe ich so das irgendwann nochmal vor, keine Ahnung, 5 Jahren oder so, dachte ich, komm, ich guck mhm, mal einmal so rein, was ich da eigentlich geguckt habe als Kind. Mhm. Voll langweilig. Nicht so geil wie Digimon oder Dragon Ball oder One Piece, mhm, die so anders gealtert sind. Ja. Ja. Okay, ja, ja, genau. Ja, scheiß drauf, Digga. Deswegen würde ich sagen Gengar, Digga, von der Original genau, der Song, 150 auf, Pokémon. Auf jeden Fall, der Song heißt Gengar. Mhm. Ja. Weißt du schon, wann der droppt oder ist auch alles hier so auf der Flora? Der soll in naher Zukunft erscheinen. Mhm. Jetzt noch Winter mitnehmen. Mhm. So eigentlich schon fast, wo Frühling kommt, noch miese Wintersong, weil der muss jetzt raus. Ja, okay, so, der deutsche Winter geht lang, du hast noch ein bisschen Zeit, aber ja. Ja, vielleicht.
Lass mich mal hören. Ich hoffe natürlich nicht, dass er lang wird, der deutsche Winter, aber wenn, dann ist das der Song dafür. Let's go. Was mit der gesegneten Sitzheizung in dem Auto, der eiskalte Winter? Das ist ein anderes Auto hier. Scheiße, Mann. Hey. Ich bin wieder stressed up, vertraue mir selbst, aber eigentlich auch nicht innerlich, bin ich schon ziemlich messed up. Und ich hab jetzt nur Rollie, doch ich fühl mich so leer, wieso geht's mir dann auch nicht besser? Sie hören nicht, wenn du es von Herz sagst, sie hören auf dich, wenn du Geld hast. Ich handle das Business jetzt selber, die Zeit macht um mich immer kälter. Und ich rede kein Cap, nein, ich rede nur Racks, also sprich deine Fakes oder Backup. Aber ein Frozen da, meine Thoughts sind da, bin im Schatten, versteck mir den Gänger. Und die Zeit rennt davon, doch egal welche Zeit, in meinem Herz ist es immer Dezember. Und die Welt für mich wird immer kälter. Deshalb denk ich nur noch mein Banger. Und weil du wieder weißt, ja, dann tut es mir leid für den Schuss, den ich schon verschenkt hab. Und ich hab meine Träume am Ende des Tages, ja, geh ich aber nur nach dem Wind, ja. Sie reden, doch steh nicht dahinter. Sie reden, doch ich steh dahinter. Ich geh ganz allein durch den Winter. Und die Cockers machen wieder. Blaue Licht an der Stadt, keine Lichter an den Augen. Aber das Handtuch werf ich niemals. Ich will verstehen diesen Weg, den ich gehe, doch ich nehme es in Kauf. Ich sehe kein Licht in den Augen, sie haben ihre Seele verkauft. Irgendwas ist nicht richtig, irgendwas hier bedrückt mich. Irgendwas mach ich richtig, irgendjemand beschützt mich, oh Gott. Dieser Druck in der Brust, so viele Jahre, ich krieg keine Luft. Sie denkt, ich hab sie benutzt, eigentlich hab ich nur Liebe gesucht. Seh meine Gaben, mein Singen und Fluch. Lebe den Tag, aber lebe auf der Flucht. Ich habe keine Asami, baby, ich fühl mich so lonely. Will ich frei oder steht es geschrieben? Wie werde ich frei von den inneren Demons? Fühl mich das Licht oder fühl mich mein Ego? Why is it so hard to let go? Auf ich fall nicht zurück, dachte ich hab's fast geschafft. Sonne, komm raus, ab wie lange wieder? Und ich rede kein Cap, nein, ich rede nur Racks. Also sprich deine Facts oder Backup. Aber ein Frozen Heart, meine Thoughts sind da. Bin im Schatten versteckt wie ein Gangster. Und die Zeit hat davon, doch egal welche Zeit. In meinem Herz ist es immer Dezember. Und die Welt um mich wird immer kälter. Deshalb denk ich nur noch an Banker. Und wenn du wieder weißt, ja, dann tut es mir leid. Viele Chancen, die ich schon verschenkt hab. Und ich hab meine Träume am Ende des Tages. Ja, geh ich aber nur nach dem Wind, ja. Sie reden, doch steh nicht dahinter. Sie reden, doch ich steh dahinter. Ich geh ganz allein durch den Winter. Und die Cockers machen wieder. Like a cop car. Like a cop car. Digga. Digga. Wenn ich deine Songs so höre, dann bei vielen Songs komme ich in einen Film, wo ich so zuhören will. Mhm. Weil ich dann auch irgendwie merke, okay, du, das sind ja nicht nur schöne Melodien, sondern du sagst ja auch hier spannende Sachen oder stellst sehr interessante Fragen in deinen Songs, finde ich. Hört sich auch immer ein bisschen an wie so ein Monolog, also oder nicht ein Monolog, ein Dialog mit sich selbst. So. Und ich habe das Gefühl, du bist auf der Suche oder auf der Reise. Und was mich interessiert ist, wo hat diese Reise für dich angefangen? Boah, krasse Frage, geile Frage, Bro. Also es fing an einfach an dem Moment, wo ich gecheckt habe, dass mein Glück von mir selbst abhängt. Das war ein Moment in meinem Leben, wo ich das hatte, was ich dachte, was ich brauche, um glücklich zu sein und unglücklicher denn je war. Mhm. Und ab dem Moment habe ich gecheckt, ich bin irgendwie, verursache ich diesen Schmerz. Und dann begann die Reise nach innen, dann begann Selbsttherapieversuche mit Psychotherapie, stieß an Grenzen, dann aber Meditation, öffnete den Raum und dann weiter in diese... Ja, okay, das ist Selbstfindungsgeschichte reingeduselt so. Genau, das würde ich, denke ich auch, also das ist das, was ich auch raushöre aus den Texten, was der Weg dahin ist. Safe, also Weißt du, was war denn der Moment, wo du das gecheckt hast? Was hast du, also was hat die Augen geöffnet? War es irgendeine Wahrheit, die du erkannt hast, ein privates Thema von mir aus, also sorry, wenn es zu tief geht oder sowas, ob es eine Trennung, ob es ein Erfolg oder was weiß ich was war, weißt du, weil ich erinnere mich noch an so ein paar Momente auf dem Weg, die so
sehr wichtig waren oder die immer wieder die Augen neu geöffnet haben. Mhm. Aber sowas finde ich spannend. Weißt du, was ist wirklich dann auch so die Geschichte hinter dem Weg? So, was hat es losgetreten? Und habe ich vielleicht eine ähnliche Geschichte und kann es das bei mir auch lostreten? Das ist, was jetzt. Ich meine, weißt du? Nämlich nicht nur bei mir jetzt, sondern jeder, der das halt hört oder was ja. auch immer es ist. Es kann so banal sein und es kann so deep sein. Ja. Aber was war's? Worum geht's gerade, Bro? was der Moment war, wo du das gecheckt hast. Du meintest nämlich gerade, das ging ja dir los, als du so, erkannt ja. hast, dass du dein Glück von dir selbst abhängt. Aber die Frage ist, was war dieser Moment? Also was hat dir die Augen geöffnet, dass du erkannt hast, dass dein Glück von dir selbst abhängt? Na, ich dachte halt zum Beispiel, wenn du eine Freundin hast und die, dann bist du happy und so. Ja. Und wie gesagt, dann habe ich sehr viel über emotionale Abhängigkeit meinerseits Aha. gelernt und wie ich mein Glück generell vom Außen abhängig Aha. mache. Dadurch sehr viel gelitten. Und aber das ist auch alles Teil der Erkenntnis. Ja, ich frage, was ist der Moment, weißt du? Hast du ein Buch gelesen, was es getriggert hat? Hast du ein, weißt du? Ich benutze diese Label nicht mehr auf mich, aber die Dame, so die Depression und die Angststörung, die hat mich auf diese Suche getrieben, weil mhm. ich habe einfach so gelitten so. Aha. Ja, okay, also Trauer. Es ist aus Trauer gewachsen. Schmerz. Okay, alles ja gut, alles klar. Das Schmerz ist das Wort, was alles einschließt. Aha. Pain. Feel the pain. Pain. Hide the pain records. That's why I'm out here with them shades, you know. Geh durch den Pain, um dann I gotta der hide pain the geht, pain and the red eyes, bro. Like, whoa. Wesh, wesh, ey. Ich hab grad Insta-Story gemacht, ich hab deinen Gast geleakt. Ist schlimm? Mhm, ja, lass da, ist gut. Weil die Folge kommt schon in 5 Tagen oder so. Ja, Gio hat geleakt, ihr wisst schon. Es ist Wife G-Pave. Okay. Ich würde gern spitten, Dicker. Ich würde sagen, wir starten mit den ruhigen. Wie viel kostet Freiheit? Wie viel kostet Glück? Sie sagen, du hast Glück, du darfst ackern 9-5, bis du 70 wirst. Gib die Hälfte davon ab, damit sie Kriege führen. Gib die Hälfte davon ab für die Miete, fuck. Ich glaube, ich muss da raus, weil ich seh mich dann nicht. Du sitzt weiter vom TV wie ein Teletubby. Ich pass mich rein in dein Programm, du bist raus, du bist numb, ich hol raus, was ich kann. Okay. Halt den Fokus wie ein Shaolin, Dick. Deine Deep Talks sind nicht wirklich deep, Dick. Ich grabe tief nach dem Schatz und ich hole ihn. Ja, ich schwebe durch die Hood wie ein Yogi. Ich spiel meine Karten verdeckt. Suche nach der Wahrheit, doch sie hat sich versteckt. Ja, die Wahrheit kann man leider nicht googeln, auch wenn sie alles versuchen. Mich kann man leider nicht fühlen. Deshalb mache ich Rex. Hier wird nicht gecapped. Mach die Checks mit Tracks, meine Ex perplex. Und sie will mich back haben. Doch ich will noch raus aus diesem Low Life. Low, 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 low life. Sie ist mit mir down, ich will no ties. Ich will einfach raus aus diesem Low Life. Low Life, Low Life, Low Life. Ich will nie mehr back in dieses Low Life. Low Life, Low Life, Low Life. Sie will mit mir back, doch ich will no ties. Godspan, komm in die Top 10. Top down, sie will mich verlocken. Top 10, sag wer will mich stoppen. Top Chef, zu viel in meinem Kopf drin. Kein Low Life. Zu viel in meinem Kopf drin. Kein Low Life. Top Chef, zu viel in meinem Kopf drin. Low Life, das ist so wie No Life. Ich will kein Fast, Bro, ich will ein Slow Life. Ein Bro Life. Kein K.O. Life, das ist No Life. Low Life ist No Life. Oh. Yeah. Es ist Liebe und Respekt, egal wo ich auftauche, ich gehe hier nie mehr wieder weg. Oh, ich hab mein Zuhause längst in mir selbst gefunden. Zu lange waren wir auf der Suche in der Welt versunken. Ich musste durch die Hölle gehen, aber dann sind die Segen gekommen. Hab's mit meinen Augen gesehen, heute erzähl ich davon. Hab's nie verloren, ich kam immer mit meinem Leben davon. Jeder von uns hat einen Pain in sich, den niemand außer man selbst versteht. Da sind wir alle die gleichen, weil es zum Geld nicht geht. Sie akzeptieren die Lügen, das habe ich selbst gesehen. Die Wahrheit wird hier schnell verdreht. Ich wünschte, jeder hätte paar 100.000 Euro gesehen. More money, more problems, kann man sonst nicht verstehen. Leute kommen doch, wenn es weg ist, siehst du Leute, sie gehen. Blicke treffen nicht die Augen, es wird unangenehm. Ey,
Mich kann keiner bewerten oder verurteilen. Fick ein Richter, fick ein Neider, fick mal jeden, der sich stur zeigt. Will meine Ruhe, will kein Ruhm. Ich hab zu tun, ich hab zu tun. Ich lass es zu, ich mach es zu. Du siehst mich niemals wieder. God's plan, komme in die Top 10. Wie ging der weiter? God's plan, komme in die Top 10. Top down, sie will mich verlocken. God's plan, komme in die Top 10. Das ist God's plan. Top down, sie will mich verlocken. Sag was noch, man. Top Chef, zu viel in meinem Kopf drin. Das ist Top Chef. God's plan, wir kommen. Wir hey. Kommen. Komm. Für euch alle. Ey, ey. Sie will mich verlocken mit diesen Locken, die den Rücken runterfallen. Oh mein Gott, man. Oh shit, jetzt wird's kurz ein bisschen sexy von Seite. Dicker, war nicht so geplant. Aber was soll ich sagen? Dieser Beat ist schon ein bisschen romantisch von der Seite, Dicker. Geil, God's plan. God's plan. Bro, die Yu-Gi-Oh! Bars kam auch wieder von Seite, ja? Was mit, ich spiel meine Karten verdeckt. Du weißt doch, Digga. Ja, ich seh dich ganz genau. Du weißt doch. Wir sehen uns im Reich der Schatten, Bruder. Ja, warte, ich hab ja auch noch einen kleinen, mein Glücksbringer, mein Talisman, hab ich noch vergessen auszupacken. Das ist ein. Ja. Das ist, hat mir mein Großvater geschenkt, diese Karte. Die war noch aus seinem Deck. Und ja, das bedeutet mir sehr viel. Ja, aber das, was die Leute ja vielleicht gar nicht wissen, ist, dass wenn Jin so da ist, dann geht die Trap nicht mehr. Jinso macht die Trap kaputt. Eben, Dicker. Das heißt, so bei dem Song jetzt, wenn jetzt jemand Jinso hat auf seiner Spielfeldseite, ja, der Gegner kann dann wäre die Ball da direkt dran weggepfeffert. Keine, so. Die wäre einfach keine dann. Trap mehr, Dicker. Ja, das ist auch ein Banger gemacht. Ein Banger über Jinso. An alle meine Yu-Gi-Oh! Homies da. Frag mich, wieso meine Ex kalt und ob ich zurück soll. Fuck, ich bin so stressed out. Und ich weiß nicht, wo ich hin soll. Herz kalt, fuck, ich fühl mich so wie Jinso. Und sie spielt auf mich ne Trap-Card. Doch mein Herz ist eiskalt. Ich bin so wie Jinso. Das ist nur ein Zug von Kenzo. Ich bin sad, aber wenigstens nicht mehr broke. Fuck, ich fühl mich so wie Jinso. Ich bin sad, doch poppe keine Benzos. Sie ist mad, aber ich zocke Nintendo. Kennen wir meinen Bruder, wie er grad in seinem Benz grüßt und schau aus dem Fenster. Und frag mich, wann ich es hinkrieg, immer mit mir im Krieg. Ich bin kurz vorm Pass-out. Und ich weiß nicht, wo ich hin soll. Herz kalt, doch ich glaub einfach, ich bin so. Ich versuch es mich zu ändern, dachte alles wird besser, wenn ich endlich Benz hab. Aber nichts hat sich verändert. In Berlin mit meinen Day Ones, wir sind next up. Yeah. Frag mich, wieso meine Ex kommt und ob ich zurück soll. Fuck, ich bin so stressed out. Stressed out. Und ich weiß nicht, wo ich hin soll. Herz kalt, fuck, ich fühl mich so wie Jinso. Und sie spielt auf mich ne Trap Card. Doch mein Herz ist eiskalt. Ich bin so wie Jinso. Das ist nur ein Zug von Kenzo. Ich bin sad, aber wenigstens. Das ist wie so eine richtige Yu-Gi-Oh!-Folge. Warum spielt sie denn eine Trap-Card, wenn Jinso auf dem Feld ist, Dicker? Sie weiß doch ganz genau, dass nichts bringt. Exactly, Bro. Das sind einfach Real-Life-Lessons, die wir schon früh als Kinder durch gewisse Animes nahegebracht bekommen haben. Genau. Und du bist doch auch ein riesen Anime-Fan, habe ich gehört. Also was die Leute auch vielleicht gar nicht wissen, und ich weiß auch nicht, ob du schon weißt, aber ich war ja mal Platz 8. Auf der Rangliste. Ich weiß nicht mehr ganz sicher, ob in ganz Deutschland oder nur Berlin. Aber ist auch sehr lange her, 20 Jahre oder so. Crazy. Und dann war ich also noch und genau Young dann, Marvin. Weil ich so Turniere immer gezockt habe. Und dann habe ich aber auch aufgehört auf dem Höhepunkt. Hast du da auch gegen diese 30-Jährigen gezockt? Ja, ja, war auch so. The Tryhards? Wenn ich so im Nachhinein denke, was, also das. Dass so komische Menschen abhängen, sowieso ja. Das Ganze, also ich liebe meine Nerds, weißt du, aber dieses ganze Nerdtum drumherum ist manchmal ein bisschen hart und auch so mit mangelnder Hygiene verbunden und so. Digga, Hygiene und ist auf jeden Fall empfehlenswert generell. Ja, Digga, kann absolut. Ich eigentlich jedem empfehlen. Das ist schon echt leider eine harte Nummer, man. So, bitte legt euch mal alle ans Herz, so Hygiene und Hände waschen, Digga, am Flughafen. Alles. Wie viele Menschen mal wieder sieht, die nicht die Hände waschen, nachdem sie auf Toilette gehen, Digga, ich krieg eine Macke, Digga. Wascht euch, Leute. Oh, was passiert? Warum ist es auf einmal dunkel? Wie bin ich hierher gekommen, Digga? Bro, wir waren doch, gestern Abend waren wir doch noch bei Unreleased. Da ist ein Artist aufgetreten, wo ich auch schon gestern meinte, der ist super hart. Und der hat auch ganz, der hat krass performt auch. Mhm. Und
Er hat aber auch noch einen anderen Song, Bro, den er gestern nicht gespielt hat, den ich übertrieben liebe von dem, den ich dir gerne zeigen würde. Ich glaube, der wird dir auch gut gefallen. Das ist Neromon. Neromon. Komm auf deine Party, tanz Laffy Daffy. Komm auf deine Party zum Essen, Essen. Komm auf deine Party, tanz Laffy Taffy. Cortez, in Cortez, ooh, in Cortez. In Cortez, ooh, in Cortez. Laffy Daffy. Sing mir meine Cortez an. Zünd du einen Sportwagen an. Sing mir meine Cortez an. Mach nur auf hart, weißt du bist süß, weißt du bist sweet. Du hast geübt, zeig mir die Moves. Es könntest du fahren, die Sonne war gut. Pass auf mit der Axt, die letzten Jahre. Aber halt wie einschlimm, was soll ich machen? Die Zahlen besser, baue mich nur ab, gebe mich nur aus. Und falls du mich kennst, tu so als ob na. Broke up a million in der Dropbox. Reifen kurz durchdrehen, Hot Rush. Hands be sagging, aber crop top. Ohne Blumen für Blumen, aber Hotspot, ja. Zünd mir meine Cortez an. Zünde einen Sportwagen an. Zünd mir meine Cortez an. Es ist nur ein Cortez. Ein Cortez, ooh, Cortez. Ein Cortez, ooh, ein Cortez. Krank, oder? God bless you. God bless you. God bless you. Ja. Wenn du mir einen anderen Künstler zeigen könntest, welchen würdest du mir gerne zeigen? Und welchen Song würdest du von ihm spielen? Machen wir Sly Alone. Aber welchen Song? Diesen Vince Carter. Vince Carter von Sly Alone. Aha. Zeig dir mal aus, Digga. Das ist mein Homie Sly. Schau dir Sly an dieser Stelle. Pimentel, Alster, Baja, Vince Carter. Alle sagen underrated, doch ich bin nicht auf der Skala. Sie sagen Sly, du bist gesehen, jetzt sogar Feinde können nicht reden. Es wird Zeit, dass sie verstehen, auch wenn das immer klar war. Aber denk nicht drüber nach, weil Bro, das ist zu viel Drama. Ich pack die Song ins Paper und misch sie mit dem Salsa. Okay. Habe viel zu lange gestruggelt, weil ich nicht mit mir klarkam. Doch ich bin trotzdem ein Mann geworden, noch ohne Vater. Pack das Salsa in mein Paper für den Smoker. Komm, wir werden beide high wie nie zuvor. Ich weiß noch damals vor dem Paper, als du broke waren. Dachte, ich werd niemals aus dem Mann kommen. Aber ich zeig heute nach, habe den Feld angenommen. Habe diese Tage gemeistert, bin stärker rausgekommen. Fühle mich wie neu geboren, alle meine Zweifel gone. Habe viel zu lange gewartet, darauf doch ich bin bald ein Allstar, Baja, Vince Carter. Alle sagen underrated, doch ich bin nicht auf der Skala. Sie sagen Sly, du bist gesehen, jetzt sogar Feinde können nicht reden. Es wird Zeit, dass sie verstehen, auch wenn das immer klar war. Aber denk nicht drüber nach, weil Bro, das ist zu viel Drama. Ich pack die Song ins Paper und misch sie mit dem Salsa. Habe viel zu lange gestruggelt, weil ich nicht mit mir klarkam. Doch ich bin trotzdem ein Mann geworden, noch ohne Vater. Ich bin dafür geboren, ja, ich bade so wie Vince. Habe viel verloren, doch jetzt hol ich den Win. Bin dafür geboren, ja, ich bade so wie Vince. Shit, ich kann jetzt wieder schlafen, wenn die Schafe trocken sind. Einer putte noch mal Mama, was ich sage, ja, das stimmt. Hallo, Nico. Stark, Digga. Ja, kannst du raus. Richtiger Spitter. Ja, was sagst du? Ist geil, ist hart. Ich habe ihn schon stabil. Ein paar Mal gesehen, auf TikTok ist er mir schon manchmal unter die, unter die Augen gekommen. Aber den Song kannte ich noch nicht, das war sehr geil. Eben, den fand ich auch. Fresh ist Titelsong oder erster Song von seinem Album, was gerade rauskam. Digga, sollte man auch mal abgecheckt haben. Er hat, finde ich, auf jeden Fall schon einen uniken Style in Deutschland. Was geht bei dir mit Album, mit kommende Projekte? Wie arbeitest du gerade, was droppst du gerade? Du weißt, bei mir ist immer 50% spontan und 50% irgendwie geplant. Aha. Und immer ein bisschen dribbeln, Digga. Immer, Leben ist ja ein riesiges Jonglieren einfach, weißt du? Also so, einfach mal gucken, was passiert, alles, Digga. Alles muss auch im Balance sein. Man ist also an vielen Fronten. Also du kündigst jetzt hier kein Album oder kein Tape oder ich hab schon, also
Wettervorhersage-Album ist schon eher erhöhte Wahrscheinlichkeit auf jeden Fall. Okay. Es wird natürlich Zeit für einen richtigen Nachfolger von Narben aus Gold. Komplett selbst produziert von mir. 20 Millionen Indie-Streams. Aha. Kann ich mir auch mal auf die Schulter selber klopfen. Ja, ich bin eher selbstkritischer Natur, also, so, aber ja. Wird Zeit für einen Indie-Nachfolger. Okay. Auf jeden Fall. Geil. Ich habe heute noch einen geschickt bekommen. Was, wie wo? Einen Song geschickt bekommen. Oh. In einer neuen Version. Ich habe sie selber noch nicht gehört. Oh, shit. Da liegt was in der Luft, ja, ich kann es spüren. Dieses Herz in meiner Brust war zu lange kühl. Muss kurz weg aus meiner City, denn da bin ich schon lange nicht mehr anonym. Ich blick zurück und ich weiß, es war nichts umsonst. Hab jeden Euro verdient, der in meine Richtung kommt. Bin immer am Ballen, noch wenn ich's nicht versuche. Mach Pause schnell, Dicker. Wir müssen schon die 222-Chain dafür. Oh, das Intro ist auch so schön, Dicker. Wunderschön, Bro. So. Ist die Kette so richtig oder ist sie verknotet? Die ist verknotet. So. Oh, fuck. Hast du auf mein Haupt gearscht, Digga? Sieht man nix. Oh, Digga, endlich kommen wir uns mal etwas näher, Digga. Okay, YFGG. Da liegt was in der Luft, ja, ich kann es spüren. Dieses Herz in meiner Brust war zu lange kühl. Muss kurz weg aus meiner City, denn da bin ich schon lange nicht mehr anonym. Alles so, ich blick zurück und ich weiß, es war nichts umsonst. Hab jeden Euro verdient, der in meine Richtung kommt. Bin immer am Ballen, auch wenn ich's nicht versuche. Ich fliege rund um diese Welt nur für ein bisschen Ruhe. Jeder will was, bin den ganzen Tag am Handy. Buch mir einen Trip nach Bali, war schon lange nicht mehr in Cali. Ich muss schnell weiter, kein Ort, der mich hält. Hatte nie ein Ghostwriter, jedes Wort bin ich selbst. Ich mach das Leben zu einem Spiel, seit ich denken kann. Baby, ich renne vor meinem Deal mit den Sensen, Mann. Es geht um Leben und Tod, wenn du nicht aufpasst. Ganz egal, was du geglaubt hast. Da liegt was in der Luft, ja, ich kann es spüren. Dieses Herz in meiner Brust war zu lange kühl. Muss kurz weg aus meiner City, denn da bin ich schon lange nicht mehr anonym. 2012 auf der Chain Gold, ich ride im Range Rover. Ich bleib auf der Lane, aber ich meide das nächste Tor. Ich kann cappen wie die anderen, doch das ist nicht meine Weise. Hustle hart, die Millis machen sich nicht von alleine. Ich tipp aus der Matrix, wir wissen von gar nichts. Hey. Mann auf Bali. Danke Gott für die Heartbreaks. Oh, oh, oh. Danke Gott für die Heartbreaks. Es ist nicht das Talent, mein Homie, nein, es ist der Wille. Ja. Digga, du bist eine Schlange, wie das Logo meiner Brille. Ich bin gefangen in meinen Gedanken und ich suche nach der Stille. Okay. Ich stell mich meiner Angst und ich nehm dafür keine Pille. Ich hab jahrelang gebetet, war am Boden zerstört. Aber langsam wird mir klar, dass mich da irgendwer hört. Schließ die Augen und für Dinge, die kann ich nicht erörtern. Ich bin kein Mensch, wenn ich von hier hab nur einen menschlichen Körper. Ich war so lange ein Verlierer, jetzt gewinn ich. Glaub mir, wenn's einer verdient hat, dann bin ich es. Und wenn meine Zeit gekommen ist, hinterlasse ich eine Legacy. YFG und Marvin Games, zwei echte, so wie Kennedy. Was noch? Ja. 2012 auf der Chain Gold, ich ride in Range Rover. Ich bleib auf der Lane, aber ich meine das nächste. Ich kann cappen wie die anderen, doch das ist nicht meine Weise. Hustle hat die Millis, machen sich nicht von alleine. Ich tipp aus der Matrix, wir wissen von gar nichts. Bin am Ballen auf Bali, danke Gott für die Heartbreaks. Oh, oh. Danke Gott für die Heartbreaks. Oh, oh. Yes, Bro. Oh, shit. Geil, Dicker. Ey, Bruder. Wir hätten eigentlich Hotbox auf Bali machen müssen. Mit diesen einen kleinen Joint. Wäre high risk, high reward. So. Ein kleinen Joint Hotbox, Dicker. Oh, shit, Digga. Ja, das bleibt auf Bali. Mein Bruder, ich habe noch ein kleines Geschenk für dich von Seite. Hier. Ach, Broski, Mann. Ein ganzer Haufen Sachen von Pure Ace und Happy 420. Oh, God damn it, Digga. Alles Mögliche, was man so gebrauchen könnte. Einfach, ich hab dir auch noch das neue 2.0. Album von Marvin Game von 2022 reingebracht, damit du ein bisschen Education noch bekommen kannst. Bruder, hier ist auch noch ein Flyer. Hier hast du noch einen Flyer, Digga, und das neue Album, Out Now, von 2022. Danke, Bruder. Also,
Bisher hatte ich von diesen raren Exemplaren nur ein Sealed One. Jetzt habe ich schon zwei Sealed Ones. Yes, sir. Also du hast einen Laptop, ne? Aber ich packe ihn, so weißt du. Fucking safe, Digga. Bro, eines Tages, sei nicht böse, eines verkaufe ich. Eins behalte ich. Ja, okay? Ja, aber macht einen Bag, Bruder. Okay, ja, ja, auf jeden Fall. Danke, Bruder. Ja, ja, nice, Digga. Soll ich noch Opening gut, machen, Bro, oder ich check zu Hause aus? Das ist for you, Digga. Danke, Bruder. Ja, du bist ein Herz, Mann. Da sind eine Menge verschiedene Sachen drin, Bro. Und dann wollte ich dich noch eine letzte Sache fragen. Mhm. Weil wir starten jetzt mit Hotbox eine Playlist. Mhm. Und ich denke, mit deiner Folge geht die Playlist schon vielleicht online oder kurz danach. Mhm. Und wir wollen die Playlist füllen mit richtig geilen Songs, die in eine Playlist rein müssen von Liedern, die man beim Kiffen hören möchte. Mhm. Vielleicht hast du einen Vorschlag für ein Lied, was du gerne hörst, wenn du richtig high bist oder was du vielleicht früher gerne gehört hast oder bei deinem ersten Joint oder was auch immer. Na, dieses na, 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 but then I got high. Because I got high. Weißt du nicht, Dicker? Ich habe das Lied in der fünften Klasse habe ich das Lied gesungen vor der Klasse. Ja. Jeder musste so ein Lied singen. Ich habe Because I got high gesungen. So, der gibt mir diese good vibes, weißt du? Afro Man, Dicker. Aber du hast recht, Digga. Songs von Afro Man müssen auf jeden Fall rein. Ich weiß nicht, ob wir Because I Got High reinpacken. Das ist ein bisschen so der Played-Out-Hit. Afro Man hat ein ganzes Album voller Hits von damals. Also Afro Man ist auch ein bisschen... Ja, gut. Ja, Digga, dann haben wir ja zumindest schon mal einen Anstoß in die richtige Richtung jetzt. Because I Got High, das ist aber auch... Bro, Road Another One. Ich würde sagen, damit verabschieden wir uns aus der Hotbox, oder? Es ist schon soweit, Bruder. Wir machen die Hotbox auf, wir machen die Hotbox zu. YFG Pace, danke, dass du so Songs geteasert hast, dass du so Songs geleakt hast, dass wir unseren Song hören konnten. Bro, ich liebe den Song. Ich auch, Mann. Danke, dass du machst, was du machst. Gib weiter Gas. Danke, Bro. Danke, dass ich hier sein darf. Yes. Danke für natürlich. Die Goodies. Für auch den Bob Marley. Oh, Mann. Denk dran, wir verlosen ein paar Platten in den Kommentaren. Denkt daran, Leute. Don't forget about it. Bleibt ehrlich und gesund. Bleibt ready.